Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Death Stranding. Ich bin eure Rocklady, eure Miri. Und in der letzten Folge haben wir eine Mission zu einem Bergsteiger angenommen. Und da wir ja immer Material brauchen, möchte ich das auch heute fertig machen. Wir können TCK herstellen, das mache ich mal eben. Weil, wir erinnern uns, mit dem TCK können wir auch Seilrutschen bauen. Und das ist sehr gut. So, jetzt müssen wir mal gucken. Auf dem Rücken, was haben wir denn da? Moment mal. Ich hab die Mission doch ausgewählt, oder? Wartet mal. Also, ich bin jetzt gerade ein bisschen schockiert. Wo ist denn jetzt meine Mission hin? Ich bin noch nicht gefallen, oder? Eine Stufe weiter. Kurier, okay. Ich kann jetzt noch mehr tragen. Super. Aber, Moment. Ich muss mal jetzt hier eben kurz... Das verwirrt mich jetzt gerade ein bisschen. Fracht. Ist es Antibiotika, was ich da wegbringen muss? Bergführerin. Ja, genau. Das ist das Ziel, was ich habe. Und das heißt, wir müssen auf jeden Fall erstmal hier hoch. Und dann versuche ich hier oben zu dem hier, zu diesem Teil da unten, eine Verbindung herzustellen. Beziehungsweise zu dem hier. Weil wir haben ja hier, und vielleicht können wir das... Ich guck mal. So. Das Motorrad nehme ich nicht, wir holen unser eigenes. Scan wird gestartet. Schuhwerk in schlechtem Zustand. Ah, genau, das war's. Ja, entschuldigt bitte. In meinem Eifer habe ich es vergessen. Das machen wir mal eben, neue Schuhe herstellen. Auf jeden Fall da Bridget-Stiefel 2. Die stelle ich her und die setze ich auch sofort an. Okay. Die alten Stiefel. Ne, die lade ich nicht ab, da mache ich gleich was. So. Die recycle ich. Zack. Immer wieder gerne. Immer wieder gerne. So. Aber jetzt geht's los. Vielen Dank für deinen Beitrag. Haben wir jetzt gar keine Stiefel an? Ich habe doch gesagt, anziehen, hallo? Moment. Ja, mal gucken. Was ist jetzt schief gelaufen? Ich hab die guten Stiefel entsorgt. Willst du mich verarschen? Ich glaube das jetzt nicht. Was ist denn jetzt wieder schief gelaufen? Ich glaube das nicht. So, wir stellen das mal her.
Und ich sag Schuhe anziehen. So. Aha, okay. Die alten recycle ich, die ausrangierten. Die brauchen wir jetzt hier nicht. Ach, ausgerüstet. Nicht mitgeführt. Die sind aber doch noch in Ordnung, oder? Ich ist egal. Ich recycle die mal. Dann bleiben uns die erhalten. Genau. So, jetzt aber. Mein. Scan wird gestartet. Eine angenehme Reise. Guck mal, ob unser Motorrad noch existiert. Bitte dranbleiben. Bitte dranbleiben. Dazu müssen wir hier hoch. Irgendwo ist ja unser Teilchen hier. Da. Und dann benutze ich die auch mal. Und dann geht's ab in die Berge. Ach, guck mal, da ist so das andere Ding. Aha, ist zu weit weg. Okay. Das heißt, wir müssen noch einen dazwischen setzen. Mit ein bisschen Glück finden wir den Standort von der Leiter. Nice. Ich wollte eigentlich da runterlaufen. Den anderen da auch noch kriegen. Müssen wir hier hoch, dass wir da nur einen zwischensetzen. Wenn das einfach zu weit auseinander ist. Huch. So. Ich hoffe, wir sehen den anderen. Thank you.
viel weiter weg ist. So, ich sehe den, ich sehe den anderen, okay. Wenn ich jetzt den auswähle, den TCK. Geht das? Perfekt, mache ich das einfach mal. Und unser Motorrad lade ich mal da unten auf. Konstruktion abgeschlossen. Fahrzeug, sondern auch unsere Stiefel. Ein paar Likes kriegt er von mir. Haben wir auch noch nicht gesehen, das Ding hier. So. Jetzt gehe ich manuell da mal hoch. Und dann fluffe ich mal zu dem anderen Teilchen da hinten rüber. Das stimmt wohl. Oh, was hier so ein kleiner Marsch macht. Also wir müssen auf jeden Fall da hinten in die Richtung. Und wenn das klappt, in die Richtung. Dann könnte das funktionieren. Schau mal. Ich werde mal schauen, ob das funktioniert. Oh, alte Berlin, ey. Nummer, damit der vielleicht auch leer wird. Ah, guck mal. So. Dann wollen wir mal die richtige Richtung nehmen. Guck mal, wir können sogar Direktflug machen dahin. Okay, wir nehmen die Richtung. Aber hier geht's nicht weiter, na toll. Das heißt, ich würde versuchen, da oben raufzukommen. Ja, Freunde. Vielleicht sollte ich das Ganze nicht ohne Moped machen. Wir kommen noch voran, ja. So, dann werden wir in die Richtung von dem von der Seilrutsch da hinten fahren. Und dann gucken, dass wir da oben hochkommen. So.
auf jeden Fall angenehmer, mit so einem Ding da hochzufahren. Ich weiß nur nicht, wie weit wir kommen, aber dann haben wir das zumindest soweit schon mal fertig. Frage ist, der Bergsteiger ist in der Richtung. Guck mal, ob wir da vielleicht eine Verbindung herstellen können auf dem Felsen da oben. Da ist der Bergsteiger, glaube ich. Okay. Da oben irgendwo. Ich versuche jetzt so ein Ding hier zu bauen. Versuche die Verbindung hier mit zu bekommen. Mal gucken. Hier und er ist da. Wir können ihn bauen. Das mache ich. Motorrad lasse ich mal hier stehen. Freunde, das sieht richtig gut aus. Richtig, richtig gut. Konstruktion abgeschlossen. Super. Dann putzen wir sie doch mal. Ach, guck mal, da oben ist auch noch eine, habe ich gar nicht gesehen. Moment. Ach, die ist viel zu weit. Okay. Dann mal in die Richtung. Aber vielleicht machen wir von der zu der. Das wäre ja dann auch schon eine Maßnahme. Ah, das geht. Okay. Perfekt. Praktisch. Wer weiß, ob hier nicht auch noch irgendwo einer steht. Okay. Ist das die Richtung, die wir müssen? Ja. Klettern wir mal hier hoch. Dem Klettern ist so eine Sache, Freunde. Okay, sieht gut aus. Wenn wir jetzt noch einen TCK hätten.
dann könnten wir da auch noch einen setzen. Dann haben wir die Verbindung nämlich auch. Ist doch auch sehr praktisch. Nehmen wir alles mit hier. Was uns auf dem Weg so begegnet. Ja, guck mal. Haben wir das doch geschafft, Freunde. Kreuz und quer durch die Berge. Cool. Echt cool. So, liefern. Dann liefern wir mal das Antibiotika. Obwohl, ich warte mal eben. Okay. Der Schönheit wegen, natürlich. Man gibt ja keine Sachen ab, die nicht gut sind, ne? Und dann mal gucken, ob der Bergsteiger sich auch eingliedern lässt. Das wäre richtig cool. Vielen Dank. Ich habe ihr die Medizin gegeben. Perfekt. Awesome. Super. Sie fühlt sich schon besser. Aber ich mache mir nichts vor. Sie wirken schnell, aber sie braucht viel mehr als Antibiotika, sagt der Arzt. Sie ist schwanger und muss schnellstmöglich untersucht werden. Bitte, du musst für mich den Arzt aussuchen. Er hat so eine Maschine, die vielleicht helfen kann. Ich habe die Einzelheiten nicht verstanden. Die Verbindung war schlecht. Aber jemand muss sie herbringen. Nimm dir aus dem Regal, was du brauchst. Ach, nimm einfach alles. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Ja, Freunde, und das machen wir in der nächsten Folge. Und darauf freue ich mich schon. Bis dahin erstmal ciao.